Es an, du da einladen. Dann können wir noch ein paar Taler machen, weil habe ja kein Geld mehr. Bin der Pleitowitsch mit meinen 144.000 oder was das sind. Also. Twitch und so wurde ausgesteckt. Versuchen Sie es später. Wurde ausgestellt. Achso, du meinst hier, Twitch-Maschine ist gerade unplugged. Ja, da musst du ein paar Sekunden warten und dann auf Dings drücken. F5 oder Steuerung F5, dass der komplette Content neu geladen wird. Da ist er. Ja, das ist korrekt. Läuft. Und bei Juhu! So, können wir den Scheiß minimieren? Klick, angucken. Bist du ready? Jo. Ja, das klären wir mal grob. Yay, 100, 10er, 100er. Ja, ich habe aus den E100 bei uns zu sehen. Ja, mob mich ruhig. Ein früher Morgen. Total verwirrt. Aber es sind da Gott sei Dank nur zwei der. Also zumindest drei von diesen Scheiß-Zählern. Super Kong, E50. Ah, und ja, Arti. Am Berg oder was? Ja, ich werde oben rumzirkeln. Wink, wink. Daneben geschossen, Alter. Ja, meiner ging auch knapp rüber. Da war die Arti. Alter, Super Conker ist drüben auf der anderen Seite, beim E100. Scorpion G. Panzerung nicht durchschlagen. Er kriegt einen Schuss raus, weil es eine Panzerung nicht durchschlagen. Stritzelbahn. Geht nicht auf, aber schießt auf mich, weil.
Der wer? Der SDRV. Da ist er. Komm in die Rand, ist ein Haus zwischen. Und ein Panzer habe ich dazwischen. Abpraller. Immer zu schnell ab. Scorpion G. Da steht er. Ach, ekelhaft. Okay. Okay, aber raus hier, der dauert mir zu lange. Hab ich doch gar nicht mehr sowas. Meine ganzen verdienten Millionen jetzt wieder ausgeben. Ja, pff. Kaufst du ja sowieso nicht. Oder hast du schon wieder ein neues Panzerprojekt im Rohr? Na, das Bett-Chat-Ding da, was ich dir noch sagen wollte, von der Franzose. Achso, ja, du hast ja gestern schon erwähnt gehabt, aber ich hab das schon wieder vergessen gehabt. Mets haben die 21, der 25er, 430, Potato, 4. Okay, fahren wir oben rum. Na, ich komme nicht mit. Nein. Nee, du nicht, nee, das ist richtig. Obwohl, ob das ein Schock wäre, wenn die da plötzlich dann so ein, was weiß ich, 152 Rohr reinkicken? Hallo, warum ist das so dunkel? Kann ich mich verfahren? Bin ich in Abflussrohr gefahren? Okay, der Pizzapanzer ist da hinten. Willy? Wieso sind die beiden Artis im Platoon? Man kann Arti nicht mehr im Platoon spielen. Haben sie hier vielleicht im Platoon erst gemacht? Achso, das kann natürlich auch sein. Habe ich nie gesehen. Stand auch gerade im Chat? Ja. Ich habe auch nicht drauf geachtet. Haben sie jetzt erst gemacht.
Ah, ich lade mal HE. Dann kann ich da mit dem ein bisschen stänkern. Badget. Nein, gegen die obere Schürze. Nein, 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 nein. Boah, Alter, der 277 Object hat gerade fast eine 1900er Kelle gekriegt. Oder habe ich mich verguckt? Nee, er hat da 300 noch was. Alter. Sehr sorry, aber das geht ja wohl mal gar nicht, oder was? Was soll denn die Scheiße? Die AT steht oben hinter dem Object. Nein, steht sie überhaupt nicht. Steht die wohl? Steht die wohl nicht? Und den Erwin. Na, jetzt zwei. Ich hab vorstellen, dass er bestimmt nicht da. Du möchtest dich fühlen wie ein Star vor der Kamera. Dann komm zu Picture People Fotostudio. Scheiß Badget steht da hinten halt noch irgendwo. Ich hab keinen Dunst wo. Fahren wir noch Dings oder? Den Scheiß nachher einsammeln, ja. Okay. Aber das wird sogar noch ein bisschen hinziehen. Willi, bei dir, der Badget. Warum? Ja, weil keiner da ist und Froschen erstmal Armut machen geht und so. Nice, Willi. Ach so. Den hättest du wieder nie gesehen, richtig? Ich hab's gesehen, dass meine Lampe anging. Das hat mir erreicht. Object 207? Was? Die kann quer rüberschieben? Ja, die steht nicht ganz oben in der Ecke. Die steht oben hinter dem Object 277. Die ist nicht daran. Wenn sie nicht sogar schon irgendwo bei denen mitten auf dem Feld da oben auf der Base steht. Und wie lief's gestern allgemein? Keine Ahnung, wie du das nimmst. Mit Schnack zocken. Ja, war halt durchwachsen, glaube ich. 2 Spiele verloren, 1 gewonnen. Hallo! Oh Gott. Oh mein Gott. Die böse Frau ist wieder da. Was ist denn die böse Frau? Hallo? Die ist überhaupt nicht böse heute. Klar,
Nein. Na klar. Heute ist sowas von glücklich. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Hat er richtig die Karre gedreht gekriegt und ist doch ekelhaft. Haben die sich jetzt da drüben wirklich ficken lassen, ja? Ja. Probiert sie irgendwie heute grantig an. Der spielt wahrscheinlich schon zu lange. Nee, erstes Spiel. Okay. Oha. Bist du Kindern begegnet oder was? Nee. Haben sie dich geweckt oder so? Oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Du dreckiger kleiner Wichser. Siehst du, oh Gott. Jetzt schießt sie auch noch wie. Ey. Dieser dreckige Scheiß-Scheche, weißt du? Da steht er die ganze Zeit hinten in dieser scheiß verhurten Base und kämmt sich da den Arsch ab. Geht nicht mal auf dabei, weißt du? Habe ich vergessen, das Mainboard abzuholen, Alter. Mm. Ich wusste, das war noch irgendwas. Zurückgelegte Strecke, 890 Meter. Hab ich dir gesagt, dass der Pisser die ganze Zeit in seiner scheiß verhurten Base abgekämpft hat, dieser dreckige Hartgeldstricher. Ah ja, ist doch wahr, Junge. Das ist ein Medium, der zu Hause rumkämpft, Junge. Wo kommen wir denn da hin? Oh, Marie. Ist ja nicht so, dass die Artis und die scheiß CDs da hinten schon rumstehen. Nee, nee, das ist ja die Medium noch daneben. Der bis unter Dach mit Gold voll Elan ist. Ja, scheiß Ziegenficker, echt. Ja, Tino, ich hab deine Einladung geschickt, ne? Was? Bin jetzt auch gleich online. Hat er angenommen. Was denn? Traust du dich gleich gar nicht, oder was? Hast du Angst? Ja, irgendwie schon. Hast du jetzt Scheißding jetzt gekauft, oder was ist das? Schon aber lange. Oder vorgestern? Nein. Woche schon? So, hört ihr mir zu? Gestern oder vorgestern hast du ihn gekauft, oder nicht? Nein. Nein? War das doch schon Samstag? Ja, letzte Woche. Also ja, doch erst jetzt gekauft. Oh, Maria, Rechner schon wieder keine Lust? Wieso? Achso, wer ist denn jetzt raus? Ah ne, Froschen AK. Froschen. Yay, Zehner! Yay! Einser-Reihe, oder was? Jawohl. Ich muss nur in den besten 10 noch kommen. Dreimal. Träum weiter. An. Komm weg da! Ach, ihr habt wohl eure grüne Zeug da heute schon erledigt, oder was? Nein. Wir sind nicht so wie ihr. Was heißt denn wie ihr? Hä? Wie kommst du jetzt da drauf? Na, wir warten auf unsere Mates. Außerdem hätte ich sowieso nicht machen können. Hab bis vorhin nicht schlafen. Also ich hab bei dem einmal halt das gemacht, weil ich zum Arzt musste. Und an dem Tag nicht wieder hinkam. Er hat das entschuldigt. Gut. Und ich bin den ganzen Tag über arbeiten oder mit meinen Kindern beschäftigt. Also ich komme erst abends dazu. Und da seid ihr ja immer da. Der scheint alleine zu sein, sonst würde der nicht abhauen. Wie
kann das Objekt 277 dahinter mich anschießen, Mann? Bist du beschissen oder was? Guck mal, wer da hinten steht, Willi. Was für ein Stricher, Alter. T95. Lassen sie alle auf den Hügel hochfahren, Junge. Oh. Ah. Spottet. Wir haben sie nicht mal angekratzt, aber grün, weißt du? Schläge, Alter. Oh, da unten steht ein G50. Oh, ja. Was sind denn das dafür für Spieler, Alter? Die lassen da einen vollkommen durchgehen. Mann. Grille 15. Diese Scheißart, die echt. Ey, grab mal 880 Schaden, ne? Und wirklich mehr habe ich auch nicht. 1000. Na, da kannst du bremsen, da kriegst du eh nicht mehr von ab. Ist doch schon wieder ein Kackspiel, Alter, oder? Ich weiß nicht. Das jetzt, läuft jetzt seit Monaten nur noch so, ne? Entweder rush dein Team komplett durch oder dein Team wird wird überfahren. Einfach nieder damit, ja. Ja, es ist nicht mehr so wie früher, so ausgeglichene Kämpfe oder so. Na, auch das generell dieses, Stellungsspiel, so erstmal. Na gucken, erstmal Position beziehen, dann gucken, wie sich der Gegner bewegt, dass man sich dann halt anpassen kann, sowas und so. Also Stellungsspiele halt, jetzt wird einfach nur noch über irgendeine Seite meistens durchgeholot. Hey Peri, grüß dich. Seien Sie eine... Ach, Schaden diesmal, oh Gott. Ach, streamst du schon, oder was? Ja, natürlich. Oh, warum sagt mir das, Kinder? Das habe ich keine E-Mail gekriegt. Hallo Peri. Deine E-Mail-Adresse wurde wegen Unzüchtigkeiten gesperrt. Aha. Und Freizügigkeit hast du vergessen. Was? Achso, ja, okay, das kommt mit dazu. Hast du den Bericht noch aus Winsen noch nicht gelesen? Nackte Frau läuft durch die Straßen. 40-jährige nackte Frau hast du vergessen. 40? Oh, krieg ich Kloppe, wenn die hier ist. Alter, die schneidet dir dein Ding ab, Junge. Ich hab keine scharfen Messer. Alter. Und eine Schere habe ich auch nicht. Das bringt sie alles mit, so ein Fleischerbeil, Alter. Nein, Waffen werden an der Tür abgenommen. Du weißt schon, dass die Frauen überall die Waffen verstecken können. Du stellst dich oben, bist dann nicht da hier bei B9 da irgendwo eine Büsche, ne? Und wenn du B9 versagst. Ja, na du! Okay. Ja! Ich hab mir schon hier vorne auf die Bühne gestellt. Marie, schieb mir eine kleine Panzergranate. Ja, ich hab's gerade gelesen. Vor Peri, oder? Mhm. Ja.
Aber ich habe noch keine Lampe hier auf dem Panzer, ne? Das wirst du denn schon merken. Ja. Aber du solltest da hinten sowieso nicht aufgehen. Weiß zwar noch nicht, an welchen Busch mich hier hinstelle, aber... Ja, so, dass du da über die Kante drüber wegschießen kannst, dass du hier vorne drin halten kannst. Nicht so gierig davor gucken, Willi, weißt du? Ne? Die haben zwei Artis und du hast die Zähne direkt vor der Nase. Und denk dran, oben vom Berg kannst du auch auf die schießen. Und zwar von dem linken Busch. Ja, ja. Rechte Seite geht auch, aber da müssen sie relativ weit rüberkommen. Da kannst du da auch drauf schießen. Warte hin. Nee, alles gut. Die letzten schon wieder Lopi. Guck mal, fertig. Ferdi ist meinem Stream? Holy shit. Warte, Kalender? Ah, ich habe ja nur zu schreiben. Alter, wenn einer von den drei hier aufgeht, ne, Alter. Platz ich bestimmt instant. Aber was macht der im Stream und im Discord? Hallo? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist er noch auf Arbeit oder so. Ja, Willi, das, Boah, Alter, bist du ein Mongo, Alter, hier, ne? Ah, du, Golof, bist du groß, oder? Arti, ihr solltet die Grille 15 rausnehmen. Also, ich komme an keinen Panzer ran hier. An den T32 oder an den 110er könntest du vielleicht rankommen, wenn sie versuchen wollen zu pushen. Ja, da habe ich schon einen gegeben, also er hat schon für mich einen Schallheit gekriegt mit 500. Ich bin offen. Ja, ja, da ist er nicht, nicht weiter wild. Die Grille hat einen keinen Spaß. T32, ne? T32 da vor dir. Da meine ich doch. Scheiße. Der 110er kommt, Tino? Ja, alles gut. Ich hab ihn, aber er kommt noch nicht raus. Steht in unserem Berg. Der kleine Wolf kommt jetzt auch zu euch. Die wollen dir schon wieder gegenseitig die Hose unterziehen. Willi, du kommst klar? Ja, bis jetzt noch. Der 110er traut sich immer noch nicht raus. Weil langsam geht uns nämlich die Muffe. Weil da unten... Ja, wir können nichts machen. Ich hab mich auch nicht hier hingestellt. Das ist eine Scheiß-Posi. Okay, die Grille ist weg. Ich hab mich lieber da eingestellt, wo das Objekt ist. Dann kann ich nämlich über Berg schießen. Ja, 277 Objekt ist jetzt da oben. Dann haben wir jetzt noch hier den 110er, den Kern davon und den Budget. Jetzt kommt. Na, oh, ich komme noch nicht raus. Nein, 2%. Geschossen. Oh, Scorpion G, Alter. Wie bescheuert. Was bist du denn für ein bescheuerter Mongo hier neben uns, Alter? Mal ganz ehrlich. Fährt aus dem Busch raus.
Ja, jetzt klickt mich der Bad-Chat. Ganz irgendwie. Ist der Bau. Er braucht nur ein Stück rauskommen oder hat er eine Schalter? So, da ist er wieder. Jo. Ich komme nicht an die Budget ran, ich komme nicht an die 110er ran. Boah, alter Mongo. Bouncer. War einfach raus und dann ist er gut, Junge. Aber bleib doch nicht, fahr doch nicht aus dem Busch raus, ey. Manchmal denke ich mir auch so. Die sind zu blöd, um aus dem Busch zu winken. Ja, mal ganz ehrlich. Ach, die Isu. Ach, scheiße, ich hab das Beste gegeben, was ich konnte. Ach, ekelhaft. Hose runter, damit's bunter. Hose? Richtig, Peri. Du hast es erkannt. Freischwinger. Genau. Auch die Schlange muss atmen. Macht sonst am eigenen Mythe erstickt. Ja, die macht mich jetzt gleich raus. Machst die Schlange? Die Isu kannst du noch klicken, ne? Ja, wenn sie aber offen wäre, dann wüsste ich jetzt, wo sie gerade steht. Tino, die kommen gleich und stecken dir Sachen rein. Ja! Aber ich will mich auch nicht hier wippen gerade. Danach wird er geteert und gefedert und aus Himmelsdorf gejagt. Ja. Jetzt ist alles zu und ich bin blind wie ein Maulwurf. Also wie immer. Ja. Nice Team, Alter. Was für ein nice Team wir hatten. Wow. Ja, die haben sich da irgendwie alle klicken lassen. Zumal ja der irgendwie der Autoloader, der T57 Heavy, der stand ja irgendwo ganz weit hinten irgendwo. Irgendwie rum dann, ne? Irgendwie beim Object 704? Ja, wie gesagt, die Posi ist absolut eigentlich. Also, wenn ich in einem 10er-Match auf dem zweiten Platz bin, dann läuft irgendwas verkehrt. Guck mal, der T57 Heavy hier unten. Der ist noch unter Hupe! Bei dem läuft richtig. Oh, 20.000 Gefechte, 4.000 Erwertung. Naja, aber ein Autoloader unterm Arsch. Versteh schon. Läuft bei ihm. Also in die falsche Richtung, meine ich. Wollen wir nicht das grüne Zeug einsammeln? Die sind alle da. Sind die alle da? Ich lauf gerade ein, ja. Siehst du? Frosch ist noch nicht da. Da können wir noch einen schnellen. Nein, Spaß. Willi ist schon total gierig drauf. Spieler einladen. Klick, klick, klick. Ja, Forschung, wie sieht's aus? Schaffen wir es denn noch? Hättest du meinen alten Arm, den nicht so. Ich mag nicht, wenn er auf dem Boden schleift. Dieses Problem ist mir unbekannt. Ah, dann ist entweder zu lange Beine oder zu kurzes Seil. Oder zu langer Beutel. Zu lange Beutel, achso. Ja. Dass der Beutel auf dem Boden schleift. Gut, das sind dann Abschnüsse. Jetzt aus dem Discord, weil es wird eklig. Du bleibst schön hier, mein Freund. Warum? Du gestern so eine Bilder posten, wirst du jetzt abhauen wollen. Soll ich dir mal neue Bilder posten? Und darauf ja, wirst du keine Finger sehen. Dann muss ich nie alleine leiden. Wo bleibt er denn hier? Und dieses Mal mache ich nicht nur. Der muss mir mal einen einladen. Ich hab dich eingeladen. Ich hab die komplette Gruppe mit einem Schwung eingeladen. Was? Oh, also wenn das schon so losgeht, Leute, dann wisst ihr, was gleich kommt. Und diesmal entferne ich nicht das Bild aus dem Discord, Alter. So, was ist zu toppen? 215 oder was war das? 232. Ja. 232 sind zu toppen.
Also mache ich knie dich mal ein bisschen drin. Na echt mal, knie ich mal auch nicht drin und saug das Ding hier. Oh wow. Der hat schon wieder nur das Ehen im Kopf. Ja, ja, das, mir wird Spei. Ich meinte hier das grüne Zeug. Sie ist auch schon ganz grün. Ich kann sagen, die hat schon Mund voll. Nachdem sie meinen Finger gesehen hat, ja. Der riecht doch. Warte, nach Bepanthen. Ey, bei uns gab's heute lecker Gyrospfanne, weißt du, die soll eigentlich drin bleiben. Bei mir gab Bratwurst mit Kartoffelbabs. Bei mir gab's Linsensuppe. Mit Brötchen. Könnten Kinder anwesend sein. Ja, ja, aber beim Start des Streams steht eigentlich da, dass sich der Stream an Erwachsene richtet. Wenn Kinder anwesend sein sollten, ne? Wisst ihr Bescheid. Ja, früh übt sich, ne? Fahren wir gleich hoch zum Berg. Also ich habe doch noch nie was von Ü80 gelesen. Klar, der Broadcaster gibt an, dass der Kanal an Erwachsene richtet. Ja, richtig. Echt? Ja. Ja. Wo steht das? Das vielleicht, steht, wenn du dich anmeldest. Richtig, wenn du dich anmeldest und klickst den Stream an, dann steht der Scheiß normalerweise da. Ich weiß jetzt gar nicht, sind die jetzt oben aufgegangen? Nö. Scheiße, gar nicht drauf geachtet. Aber die sind doch wieder. Ja, ich bin das nicht. Oh, da heißt es gleich wieder. Du hast schon verliert, aber. Wir hatten den aufgemacht, Alter. Wo sind von dir 200? Au, wieso hab ich die jetzt hier getroffen? So, hier oben ist es doch wieder. Ich sammle mal einen. Hopp, ich fahr außen rum und komm da hinten wieder in die Stadt rein. Oder hier vorne müssen die Typen auch vor der Stadt aufgehen, glaube ich. Ja, tun sie. Oh. Oh oh. Gute Nacht, schöne Welt. Oh, oh. Du solltest vielleicht einen Schuh machen. Oh Gott, 27. Ja, und wenn Melini hilft, dann guckt er bloß und guckt zu. Also steht da bloß und guckt zu. Da mappt man aber meine. Können wir direkt abbrechen, dann wird gerne 232. Warum? War ja nicht. Aua! Da hinten war das. Direkt geschossen. Ja, auch wieder nur geschossen. Alter, aber Glück, ey. Aber wieso will denn der mich haben? Das ist der Team. Das macht das Team. Ja, das war eben gerade. Ich hab meine Maus verloren. Das ist mir gerade Panik, komm. Kann man die Maus verlieren? Die ist doch am Ende. Naja, Mann, meine Finger sind mit BVT noch eingeschmiert, Mann. Yeah. Den Vaseline hat er wieder an der Pfoten. Ja. Ja, das auch, aber das ist jetzt nichts für Sache. Nicht im Stream. Das war mir gerade ein bisschen schlecht. Wegen dem Pepatin oder dem Melkfett? Wegen dem Melkfett. Muss er flutschen. Na. Das riecht doch. Ne, es gibt's doch mit Minze. Ah, da kennt sich, da spricht der Kenner. Ja. Du bist mir jetzt ja auf Pferdesalbe immer rauf. Was finde? Boah, die stinkt doch wie Hubwatz, das Zeug. Ach, da spricht der Kenner. Ja, Froschen, der Dick mit Minze noch nicht gewundert. Jetzt wird ein Morgen hochgefahren. Bitte. Fahr da mal hoch. Mann. Mit das Ohren. War der da. Aua! Hilfe! Nee, hier muss ich weg jetzt. Ich geh erstmal abgeben. Ey, nur am Rumrutschen. Aua, nee, der schießt trotzdem weiter.
Hilfe! Hilfe! Willi, du musst da ran, immer drücken, 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 immer ranfahren. Ja, Klo, immer drücken. Oben zwischen. Ja, genau. Oben zwischen den Bäumen ist noch einer. Der hat noch drei oder so. Lauf, Tino, lauf! Den mach ich kaputt. Wo warst du denn? Na hier! Was heißt denn hier? Habt ihr gesehen und gespürt, Alter? Oh, Mann! Hat dich jetzt da der Kleine verkloppt, der Pfeli? Ja. Ist klar, ich schieße ihn ab. Also ich bin wieder umhergerutscht und dann hat er mich gekriegt. Also. Ich muss ja auch mal ein bisschen was abgeben, ne? Junge, Junge, ist das eine Rutscherei? Ist die Kette wieder eingefettet oder was? Ja, ja, ja. Mit Minzmelkfett. Minzmelkfett? Kannst abbauen hier. Ja, mache ich ja auch. Kannst. Ableben, Stütz, Lauf! Ja. Zeit und so. Ja, es ist ein bisschen schwierig mit dem Handling. Ja, ja. Der Lenkrad anschließen. Oh, warte kurz auf, Kar. Ich häng fest. Oh, ich hab auf Anhieb den richtigen Weg gefunden. Du weißt schon, dass ich abgeben musst. Du. Hast du schon leer. Oh. Was siehst du? Zerfülle kriegt er nur noch. Wartet mal kurz, ich muss ein bisschen die Finger abwischen. Jetzt wurde die ganze Maus schon voll geschmiert. Oh, Ferdi, ich frag lieber nicht nach, woher du das weißt. Von wegen Hitzepickel vom lange Sitzen. Hm. Wie war die Hitzepickel vom lange Sitzen? Ich muss ja irgendwo mal die Twitch-App aufs Handy packen. Hallo? Herein. Danke für diese wichtige Info. Nicht Vanilleschnitte. Oh, Vanilleschnitte ist wieder da. Ja, der ist schmerzfrei. Spießer. Scheiße, wir haben hier Eiert. Warte lang. Guck da vorne! Ah, die wollen schon wieder mein Popo. Aua!
Ja, ihr habt da gleich ein paar mehr aufgemacht. Ja, Schnitte. Ich habe gestern CSGO gespielt, das ist korrekt. Ich glaube, drei Spiele. Die ersten zwei, also das erste wurden wir verwaltigt. Beim zweiten hatten wir Premium-Mates und das dritte, dann war dem Gegner den Arsch aufgerissen. Der zweite war ja, ne, das waren ja, oh, da hast du Teammates gehabt, Alter. Oh, die waren doch spitze, oder? Oh. Bin ich weg da. Wieso stehst du auf B? Idiot, Alter. Der, das, ey, ich weiß nicht, was die sich da so richtig gespielt haben, da die, sorry, aber es... Ich bin hier oben alleine. Na Willi, dir geht nicht mehr so gut. Vielleicht wäre so ein, ich muss nach Hause, Ding ganz gut. Endlich ist er weg, kann ich Ruhe alleine einsammeln. Nein, Spaß. Aber da in der Mitte musst du aufpassen, da sind glaube ich wieder 5 oder 6er, 2 Stück. OPDS. Okay, geht nichts auf. Sehr gut, passen. Geh weg, ist meins. Boah, hast du hier oben das Ganze alles eingesammelt? Boah, ein Stück, ey. Was geht hier noch bei mir? Tja. Au. Die müssen wir suchen, die Essenz. Au. Ja. Und sie startet mit 12. Yeah. Hab ich noch einen hier oder bin ich alleine hier? Ich bin noch da, aber ich mach nicht mehr wirklich. Du hast doch immer einen mit. Kannst du. Willst du snipen, dann fahr ich ran. Lupi, fahr hoch. Jawohl! Da vorne, wenn du an der Stadt vorbeifährst, müssen zwei Fünfer stehen. Zieh nur abgeben. Ja. Ich bin umgekehrt. Marie, ich zieh dich zurück da. Oh, das ist doch. Guck da vorne an! Aber Schnitte, wenn du sagst, du hast. Oder du hast ja auch gesagt, dass du CSGO spielst. Was für ein Dings hast du? Was für ein Rang? Holz Nova 24. Holznova. Bumper verloren. Du hast über einen 5er von Wavelli? Nein, ich bin umgekippt. Lag auf dem Dach. Ach so. Ja, war eh keiner in der Nähe. Hätte ich keine umdrehen können. Deswegen. Kannst du einsammeln. Ich muss mich doch aufladen hier. Du bist doch schon eine kleine Fratze. Abzumarierte. Ich eile. Ja, dann hopp. Ich hab steht da gleich. Marie ist gestorben mit 18. Ich weiß nicht, wo der ist. Abgehauen. Ja. Aha, hast du geschossen. Du hast voll die zu dem gesagt. Das hat er gehört. Zwei Minuten. Ja, das ist ganz groß, glaube ich. Nee, Willi, da wollen wir, glaube ich, nicht hoch. Doch, wir müssen die. Und? Gib mal auf. Ja, aber die würde man ja schon sehen, wenn die in der Nähe ist, Willi. Da oben wirst du wahrscheinlich nichts außer den Tod finden. Oh, Froschen, Alter. Siehst du? Da haben Aua gemacht. Will ich hier und brauche Hilfe? Ja, ich bin gleich tot. Oder ich komme durch. Mal gucken.
Ich komme wieder zu dir. Oh ja, genau. Mich treffen sie wieder, weißt du? Alles wie so ein Phaserbeschuss hier, das ist wie bei Star Wars, Alter. Ach, der ist unten. Oh, 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 Willi. Dranbleiben, nicht wegfahren. Ja, siehst du das? Ich wäre dafür begeben, aber. Nimm dir noch die. Ah, okay, alles klar. Nimm den einen ja noch mit. Oh oh. So, mal von hinten das Rohr reinstecken. Lopi? Oh oh. Oh, jetzt schafft das nicht mehr. Das ist bestimmt gleich tot. Ey, haut doch mal ab, bitte. Komm her. Nee. Der wollte von hinten das Rohr reinstecken, oder? Ja, ich hab gerade gesagt, ich hau ab. Und tschüss. Oh, sag mal. Und zweites AK, alles so dabei vorgefangen. Ich spiele mit jedem außer mit Flamern. Oh oh. Der hat wahrscheinlich schon länger kein Rohr mehr. Das erklärt, warum seine Hand so aussieht, wie sie aussieht. Kaputt gerubbelt. Witzig finde ich das nicht. Die wissen immer noch nicht, ob mein Finger wieder so wird wie früher. Zum in die Nase bohren wird reichen. Mein Gott. Aber ich weiß nicht mehr, wir wissen nicht, ob wir den noch so weit runterkrummen können. Solange der Motorrad noch den Gasgriff umfassen kann, ist doch alles gut. Ah, es wird kritisch. Kommt der Finger halt ab, dann ist das fair, sagen wir noch mit 3-4 Finger. Was sagte der Arzt? Wichtig ist der Zeige und Finger und der Daumen. Der Rest ist unwichtig. Richtig, ist es ja auch. Obwohl, Mittelfinger brauche ich eigentlich für rechte Maustaste, aber okay, dann muss halt rübergreifen mit dem Zeigefinger. Also. Ich brauche ja nicht krumm machen, ich brauche ja bloß drücken. Stimmt, also kann der da bleiben. Ja. Ihr seid ganz schön gemein. Du weißt gar nicht, was ich hier aushalten muss. So, bin im Lurk-Modus. Jutz Nächte, bis dann. Achso, Peri muss ja schon wieder Bubu machen. Da klingelt ja dann wieder das Weckerchen. So, gegen halb 4. Schön, Peri. Oh, schlaf schön, Peri. Gott, Junge, hört sich an, Alter. Oh, Vampi ist schon da. Holy shit. Das ist aber früh. Wann war gestern Nacht, ne? Irgendwann. Ja, der Vampi kommt normalerweise erst irgendwann so nach 12 oder so am Start. Los heute in deinem Chat, Alter. Hast du was zu gewinnen oder so? Was? Hast du was zu gewinnen im Chat? Nee. Was so alle so schreiben hier? Ja, die müssen sich gerne immer so anschweigen. Können sich auch untereinander unterhalten. Über das, was ihr hier tut. Ich meine zarte Nena-Stimme hören. Jetzt ist mir schlecht. Ja, ja. Oh, Feuer. Was hören deine zarte Männerstimme? Oh. Boah, das kriegst du von hinten, Alter. Sehr schön. Oh, meiner wirklich diese Scheiße. Jeden zweiten Wort bei ihr, da musst du den Mund eigentlich mit Seife auswaschen hinterher. Aber zarte Stimme. Oh, meine zarte Männerstimme. Männerstimme. Oh. Ja. Alex, meine doch, ich hätte so eine Männerstimme. Ach, du hast eine Männerstimme, ja. Wo bin ich hier wieder? Willi, wo schießt denn da mal hin, Mann? Ich weiß es nicht. Nein, auch nicht. Ich guck nach vorne. Jawohl, mach ich. Ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt von der Nena. Achso, ich dachte von der Männerstimme. Guck mal, und zack, fährt zum Berg. Ich glaube, sie ist disconnected. Oh, ich kann ja klar, ich mach sie wieder auf. Wisst. Ja, ich hab zwei Runden Stopp gemacht, jetzt mich mal hochfahren lassen sollen. Na, ich komm. Ich lieg hier ein bisschen. Ja, ich bin schon da. Danke sehr. Komm, machen wir die wieder gleich. Machen wir die hier.
Xander? Na hier. Oh, guck mal, da steht er oben mitten auf der Kante, Alter. Na, Willi, ich fahr mal nach Hause, ne? Das wird mir denn doch ein bisschen zu danger. Dangerous. Dangerous. Einmal CSGO schon Fame. Ja, so Fame war das gar nicht. Ich weiß nicht, wie waren wir da gestern zugeguckt? Tino, wie war das? 5, 6 oder so? Ja. Ja, da konntest du bloß den Kopf schütteln bei dem, was unsere Mates da gemacht haben. Da, das ist, weiß nicht, wie ist der eine? Mousetrap und der andere? Ficker und noch irgendwie. Ficker, achso, ja. Stella war noch mit bei, der ja nur Englisch konnte, der trotzdem nicht gecallt hat. Und oh Gott. Hat er ehrlich gesagt. Jede Runde haben die gekauft. Keine Echo, kein nichts, gar nichts. Keine vernünftigen Calls. Doch, warte mal. Also die coolen Calls, die immer kamen, ist so von wegen. Ich glaube, da sind viele auf A. Ja! Das sind welche auf A. Welche? So von wegen. Ja, kommt ihr denn jetzt nach A? Hier ist die Bombe down. Bombe ist zu dem Zeitpunkt. Komm mal mit, abgeben. Bombe war zu dem Zeitpunkt runtergefallen und lag unten im CT-Spawn. Hatten also direkten Sichtkontakt drauf, wo ich mit Arve drauf geguckt habe. Ja, jetzt komm doch her, wir haben die Bombe. Und der hatte überhaupt nicht gerafft, dass die Bombe unten lag. Und Marie starb mit 29. So jung ist sie nur auch nicht mehr. Kommt doch nicht weg. Ah, ist ja vier. Ja, wir sehen, kann noch ein 3 aufgehen hier vorne noch. Und? War ein 3er. Hast du auch Glück gehabt, Marie. Dankeschön, Tino. Bitte schön, Marie. Oh Gott, ist halt ekelhaft, Mann. Da rutscht man ja aus. Ja. Aber, das kriegen wir endlich Schallert-Bücher, Alter. Das, bist du dann das Schielste, ne? Und wirklich so ein Schallert hier von hinten, Alter. Immer rein, ey. Immer rein. Oh, so ein Feuerball, Junge! Der Willi, ey, ich weiß gar nicht, wie der das macht, Mann. Das war ich gerade. Nein, das war Lobby. Achso, aber trotzdem weiß ich mal gar nicht, wie der das macht. Sammelt ihr da gar nichts ein? Geronimo! Okay, dann wir kloppen, wir nehmen erstmal die Targets raus, bevor wir einsammeln. Bevor, so wie die Randoms gestern, ne? Target stirbt, einsammeln und dann sterben und alles ist weg. Also wieder eine Vogel da. Ja, ja, das war schon Spitzenleistung. Wieso sind die so schnell unterwegs? Die haben an. Lobby hatte gestern auch dauernd an, ey. Was, wieso? Achso, wegen der Arbe oder was? Ja. Na, Tini, hier oben könnten noch die 5 aufgehen. Nee, hier gehen noch die. Oder 6er. Vielleicht ein bisschen. Boom! Holy so shit. Ein Feuerball, Junge. Marie, wir sollten auch wieder abgeben. Ja. Bisschen den wenig Leben haben wir. Ja. Genau die. Das Ding an die 3! Auf mich haben sie nicht geschossen. Eine Minute. Ja, schön. Ich komm ab. Auto ich hau auch ab. Eine Minute ab nach oben. Weg hier. Ah, ich glaube, ich muss morgen meine Maus reinigen. Lopi, lass sie nicht abschießen da hinten. Wer soll mich denn hier oben abschießen? Na, weiß ich ja nicht. Aber bist du oben im Cap? Nee. Nee, ich bin hier oben gleich im Cap, ja. Piff! Oh, 20 Sekunden, Ladies. Hat aber keiner mehr was zum Abgeben, oder? Nö. Puff!
224, ja, wieder kein neuer Rekord. Oh Mann. Einmal nicht mehr. Oh, so vergewaltigt. Was? Wer will wen vergewaltigen? Der Freund und Marie stand da an der Kante und ich kam von hinten angebracht. Ich hab sie runtergeschoben. Ich hab Frosch noch hinterher geschoben und bin auch noch runtergefallen. Ja, kann mal passieren, oder? Huch, nicht abbrechen. Ich wollte da nur lang und da stand sie ja. Und naja, war unglücklich. Ich hatte zu viel Speed, ich konnte nicht mehr bremsen. Siehst du, jetzt ist Marie ihr Panzer kaputt. Na toll. Die überlegt sich gerade eine Gemeinheit für uns. So lange wie die dauert, hat der Dicke gesagt, die startet den Abend eh neu. Nee, das dauert noch länger. Frosch spricht aus Erfahrung. Richtig. So, Frosch ist da hinten. Marie guckt auch in die andere Seite. Auch ganz schnell weg hier. Wir wissen, wo dein Haus wohnt. Ihr wisst, wo mein Haus wohnt, ja. Ja. Das weiß ich nicht. Das Schlimme ist ja, ich weiß es tatsächlich. Nee, wir fahren gar alle nicht. Marie hinterher. Ich bin gar nicht zu Hause. Ich bin in Salzwedel. Ja, du schwindelst ja. Nein. Und bei meinen Eltern zu besuchen. Ja, das stimmt gar nicht. Genau. Stimmt wohl. Sollst du lügen? Nein, ich bin bei meinen Eltern. Nein, bist du nicht. Wo willst du das wissen? Weil ich das sehe. Wink mal rechts oben in die Kamera. Oh, dann sieht's ja, dass ich nackt bin. Oh. Das ist ja das Schlimme, deshalb haben wir die ja schon verpixelt, die Kamera. Das ist der Kanal hinten. Ja nur für Erwachsene. Hinten, Mann. Meine Fresse hier. Das ist scheiße, Alter, noch mal eins. Was meinst du, warum der Kanal nur für Erwachsene ist? Guck mal, der dampft noch. Aua. Ich bin wieder im Berg runter, das kannst du wissen. Will ich immer wieder Zeit für den Armor weg? Na, geht doch. Ich nicht. Glaub, das war ich diesmal. Oder Lupi? Aua! Ich hatte gerade drin geschossen, aber ich weiß nicht, ob das von mir war. Ja, ich sehe schon, Willi denkt mit dem Lenken und Bremsen schon mit, also. Dann wird er mal ein großer Panzerfahrer. Wow, 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 wow. Ja. Weil der Willi mir sonst unten in der Karre gefahren wäre, wenn er halt nicht gebremst hätte. Nein, ich will da nicht. Ich will da nicht wieder runter. Okay. Auweia. Und das ist aber nochmal gut gegangen. Haus nicht ab. Oh Mann! Willi, bleib du! Also mit Willi. Mal Lupi helfen. Ja, also mit Willi klappt das besser. Ich hau ab. Warum? Ja, weil ich noch einen Hit kriege vielleicht und dann bin ich weg. Von hinten geblockt. Na, sonst, wer soll denn hier noch gewesen sein? Oh, ganz schneller schießen gleich. Oh, Hupe. Hä? Wo ging der Schuss denn? Hattest du jetzt den einen großen rausgeklickt noch? Ja. Gib mal ab. Ich würde auch sagen, wir geben auch ab, wa? Ja. Ah, die nehmen wir noch mit. Ja, denk aber dann, dass du nicht gerade rüber fährst wegen den Dreier. Ne? Oh oh. Frosch.
Scheiß. Für den einen da noch? Ja. Achso, ganz andere sind wir da. Ich glaube, ich gebe lieber ab. Na, die werden mit Sicherheit hier oben wieder aufgehen. Ich drehe ab. Nee. Na, dann sammelt ein. Ich fahr durch. Nein, geh nicht auf. Gut, dann sammelt meinen. Ich habe nur die Hälfte des Lebens. Aber hier, die unten werden aufgehen bestimmt. Kannst du mal hier in die Mitte reinfahren? Okay, ja. Mal gucken. Aua, scheiße. Weil ich trau mich jetzt hier nicht so. Gehen vorne her. Alles klar. Was ist mit den Klickern hier vor mir? Na, bei den Klickern bin ich raus. Oh nein. Klick auf den Dach. Gestorben. Oh, eine Minute. Oh mein Gott. Der Puff ging an. Dreißig Sekunden. Ist aber hart gepanzert, das Ding. Oh Mann. Nein, 189. Ja, okay. ...1145 Stück noch. Naja, das geht doch. Ich glaube, wir haben von Tag zu Tag mehr. Warte erst mal ab, wenn wir die Creeper auf 200 machen müssen. Ja, da bist du mal hier mit beschäftigt. Ja. Oh, weißt du, wie viele Leute sich das für 5000 gekauft haben? Viele. Warum auch immer. Da musst du den Credit Boost und so gleich für 3 Wochen haben. Ja, aber. Das macht sich bemerkbar, ne? Wenn du halt 3 Wochen damit zum Credit Boost durch die Gegend fährst, das schafft schon ungemein. Ja, aber 5000 Gold? Nee, das sind 20 Euro, überleg mal. Ach
Abweichen, wie manche Gold rumzuliegen haben. Schon welche sehen mit 28.000 Gold und mehr. Die haben dann wahrscheinlich aber auch ein dickes Portemonnaie. Sag mal, schubst du? Oh Mann, ich bin hier von allen Seiten, Mann. Komm. Alter, da steht einer direkt neben mir, du dummer Batzen, Alter. Da, nimm das Ding mit. Jo, Schnitte, dann lass dich da nicht ärgern, lass dich nicht stressen. Ja, hoch mal wieder. Ey, guck dir den Willi an, Alter. Das ist unnormal. Ich will da nicht hin. Nee, da fragen die lang. Da stehen BDRs auf der Ecke. Da stehen auch welche. Und mach ich da. Aber richtig hardcore, ey. Ja, weil du als erstes reingefahren bist, dann richten die so die Kanone auf dich. Mach ich Start mit 13. Ja. Marlene geregelt hier. Ich bin da ein bisschen umgestürzt. Ja, kann ich dir nicht helfen? Ich habe ja Autoklick am Hals. Huch! Oh. Haben sie dich zerschossen oder? Oh. Zeit abgelaufen. Eine Essenz ist hier oben bei den Großen. Wir kommen hier ran. Sind sie alle tot? Ich glaube ja. Ne, einer ist noch ein Dreier. Boah, Dreier? Oh, da war knapp. Ich geh mal reparieren und abgeben. Übrigens einer, der was abgibt hier. Das Platz da oben, wisst ihr? Mhm. Weil er gegen das alle Ding gegen Pferd und umkriegt. Ich lass mich nicht abschießen. Ich bin ja nur umgekippt. Ja. Da war ich nicht. Ich denke, das Ding irgendwo runtergerollt ist. Junge, Junge, die haut aber ein paar Dinger raus. Die hat dich fett genannt. Nee, ich hab dich gemeint. Wieso mich? Ich bin da hätte nicht gestorben bei den kleinen Dingern. Start mit 8. Sammelst du eigentlich auch welche ein oder fährst du mir was? Ich fahr dir nur hinterher, du sammelst das alles in hier. Nee, ich bin gleich tot. Nee, das war ich nicht. Okay, eins, zwei. Die waren mir zu groß. Oh, waren nur fünf. Kämpft ihr da auch oder was macht ihr denn? Ja, ich fahr bloß spazieren. Also wie immer. Ja. Dann heißt es nachher kurz vom Ziel, Start mit 36. Hoppla, ich hab ihn am Felsen hingestellt. Wie kann der bloß?
Ich hab da gehupt, ey. Nicht weggegangen, ne? Nee. So. Hat die Marie jetzt auch alleine gelassen? Alter. Ja, ja. Eiskalt dieses Vibe. Eiskalt, ey. Ja. Mit 39 bringe ich jetzt erstmal nach Hause. Wieder und wieder. Da ist was. Die mit der Männerstimme? Männerstimme. Ich kann ja nie. Gar nicht. Das heißt, es wäre wieder angemeckert, weil es zu lange dauert. Mund auf, Essen drin, Mund zu. Verdauert aber. Ich muss erst mal die Küche Essen holen. Billy, ich bring hoch. Aber ich weiß nicht, ob Chefchen das genehmigt. Wer ist das Schätzchen? Na, Lopi. Achso. Ich hab was gemacht? Du bist schuld. Du bist schuld. Ja, das ist immer. Achso, wieso, was muss ich denn? Was muss ich denn nehmen? Na, dass ich mir mal schnell was zu essen aus der Küche holen kann. Der hätte so lange wieder da sein können. Er muss ja noch drei Stück nach Hause. Nur am Futtern, Alter. Nur am Futtern. Fick dich, komm ganzen Tag nicht dazu. Hat er heute schon, das sieht deine Hand so aus. Das ist, das ist Hochgeschwindigkeitsrubbeln. Ja, ich komm gleich wieder. Da löst sich die Haut ab von der Hochgeschwindigkeit. Also ist die Fleischwurst auch schon nackig. Wer ist nackig? Die Fleischwurst. Fleischwurst. Achso. Okay. Oh, ich hab Bock auf. Achso. Auftrag abgeschlossen. Zack, hat Club 20 Zuschauer weniger. Deswegen. Wegen unserem Team. Scheiß morgen früh rausschmieren am besten. Ja, mach das, sonst klebt wieder alles an der Maus. Ja, die werde ich morgen erstmal reinigen. Und den Laptop. Mein Sumua ist abgelaufen. Na dann, Restklick entfernen. Der entfernt sich automatisch. Nee. Hat die E6 bei mir nicht gemacht. Stand nur derzeit irgendwie Mietzeit abgelaufen oder sowas und dann muss er rechtsklicken und dann entfernen. Ich habe meine gestern Abend rausgeschmissen. Ich kriege Geld dafür noch. Noch 21 freie Plätze, Alter. Fahrzeug wiederherstellen? Was ist ein Fahrzeug wiederherstellen? Ach, da kannst du das ganze Premium-Fahrzeug wiederherstellen, oder? Ich habe keine Ahnung. Hab dann an die Trophäe geklickt. Ach ja, diese hässlichen kleinen Scheißdinger da, diese komischen Premium-Panzer. Da muss ich noch den einen Auftrag erledigen heute. Und dann war's.
Aber wieso hat sie sich nicht gleich vorhin was zu essen gemacht, bevor sie angefangen hat zu zocken? Ja, ja, meckert doch nie rum, Mensch. Ah, da ist er schon wieder. Was hast du als Entschuldigung? Na, Gyrospfanne. Was? Lassen wir gelten, ist gut so. Die ist einfach nur mega lecker. Ja. Da kann man schon mal so im Nachhinein nochmal Hunger bekommen. Was ist wie das? Hä, wieso im Nachhinein nochmal Hunger bekommen? Ich denke, du hast schon gegessen. Oder hast noch gar nicht gegessen, angeblich den ganzen Tag. Ja, tagsüber komme ich dazu. Abendbrot habe ich gegessen. Ah ja? Und warum musst du jetzt schon wieder was essen? Lecker. Oh Gott. Oh, hat sie wieder Mund voll, Alter. Junge, Junge. Mach so lange das Mikrofon aus, danke. Jetzt noch dazwischen Mittag. Naja, ich hör's schon. Guck mal, rede mal, überhaupt noch fahren kann, oder? Ja, Mann. Meinst du wegen der Fettfinger? Oh, Mann. Ja, genau. Au! In deinem Fall nicht. Boah. Ja, Monika, das macht doch nichts für heute. Alter, brauchst du mal. Zu spät, Marie. Zu spät, Mann. Wir fahren mal alle den Berg hoch, genau. Geht nicht, Block geht auf. Die alle alleine lassen, ey. Oh. Boah. Ah. Hey. Na, will ich. Er wollte nicht. Ich bin schon wieder abgehauen. Wieder alleine, nee, das. Oh. Nö, ich bin nicht abgehauen. Ich fahr doch da hinten. Oh, jetzt kommen die kleinen Autokicker hier wieder. Gut auch nicht. Das war so beschissen hier mit diesen Hinknallen, ne? Komm, kommt gleich der Frosch. Wollen wir die rausklicken, Nani? Ja. Ja. Nicht mich, Dino, nicht mich. So, Marie, oh, 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 Willi. Nicht mich. Alles gut.
Guck mal, wie er abhauen will, ne? Diese feige Sau. Oh, oh, Digga. Ja. Genau das. Au, oh, ich hab's weg. Da ist noch ein Kleiner. Au! Oh, scheiße, Digga. Ich geh erstmal abgeben. Ja, ja, ich geb's ab. Ich klopfe auf mich. Auf den Froschen. Ich versuch das auch. Ich hab nur 7, das ist scheißegal. Wasser weg. Hilfe! Ja. Ist noch weg? Ich ja. Okay. Oh, Lobby mit 44. Doch keine Sau abgegeben hier, ne? Außer ihr beide jetzt. Lobby, was ist los? Ja, wow, keine Ahnung. Das so. Panzer war müde. Ich hab mich mit eben gekloppt und der zweite hatte aber auch Zugriff auf mich. Da hat normalerweise Willi voll reinhauen müssen, dass er sich dreht, dass er eben nicht auf mich schießt. Fährst du da nie ran, Willi, oder was? Doch. Der muss immer volle Sau in die Karre fahren. Aber Willi bleibt immer stehen irgendwo. Noch einer. Ja, ja. Oh. Ab 30 Sekunden. Ja, ich hau ab. Ich hab übrigens die gelbe Sens gefunden. Ne? Oh. Aber es ist auch keine Zeit mehr. Nein. Muss jetzt zusehen, dass ich nach Hause komme. Ich weiß nicht, ob ich nach Hause komme. Oh, also noch klein, ich bin gleich tot. Ja. Und einmal. Schafft er beide nicht mehr. Nein. 104, Alter. War nicht so gut. Nee, kannst du vergessen. Komm gar nicht erst ins Ziel. Ah. Viel zu lange rumspielt da. Edelt. Das dauert nur noch ein bisschen weit über 800. Ja, wetten, die hängt schon wieder am Gyros? Naja. Nein, alle. Hast du dafür 2 Löffel gebraucht? Hast du so eine riesen Löffel gehabt? Ich hab's eingeatmet. Nicht deinen Hals und Rinn, hatten wir das ja, doch. Ja, Alter. Und immer feste Nachstopfen. Bestimmt, wenn's gleich 0 ist, kriegt die erste gleich die Schalle. Dann wirst du wohl verdient haben. Nee, verdient sowas überhaupt nicht. Das tut immer weh. Irgendwann platzt mal mein Panzer, weil ich so voll gepumpt bin. Das liegt aber nicht dann an aber nicht am Schuss. Klar, aber. Oh Mann. Guck mal, das schleift schon. Wenn dein Panzer platzt, warst du einfach nur zu fett. Das ist ja eine Konservendose, ja, ja. Die du nicht aufmachst, sondern so ins Feuer schmeißt. Merkt man, ja. Man das wieder. Das will ja nochmal aufhalten, vielleicht nochmal von mir. Du vergisst das Gott sei Dank, ja bitte. Ich vergesse nur Sachen nie. Oh doch. Oh nee. Glaub mal. Was ist denn da? Ja, kannst du mal sehen, Alter, was ich damit mache, Mann. Wie er anhatte.
Der lenkt auch manchmal gar nicht, ne? Ist voll in seinem Element. Ah. Hilfe. Ja. Danke. Hilfe! Wo ist er denn? Ach nein. Meint nicht unser Revier. Ja, aber liegen lassen. Das war die andere Schicht. Ja. Okay, hier taucht nichts auf. Oh nein, die wird schneller fahren hier und so, ne? Ja. Alter, ist voll kaputt. Mach hier nichts mehr, ich geb es lieber ab. Das ist Mimimi immer. Ja, ich hab. Ne, wie lange wird's denn hier noch spielen, Mann? Und sie starb und er starb und er starb und sie starb und er starb. Mimimi. Bist du eigentlich auf dem laufenden Marine, ne? Nö. Sehen die denn noch? Kannst du mich das in der Garage wieder fragen? Oh mein Gott, das muss man wissen. Nö. Was ist denn die ab? Gott, nicht mehr das Ganze. Die Panzer fährt sie auch noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Meine Fresse. Willi, wo warst du? Tot? Ja, den sag nicht. Ich hab gedacht, du machst den hinter mir weg. Ich hab den anderen genommen. Ja, aber den sag was, dass du stirbst. Ich bin da im Kampf. Krieg da plötzlich Schuss von hinten? Wä? Oh Mann, der ist bestimmt schon 40 verloren jetzt wegen so einer Scheiße. Warte, Hannibächen auf mich, ich komme! Oh Gott. Oh mein Gott! Ich weiß, kannst du mich auch Tino nennen. Sag mal, habt ihr etwas Spaß hier bei der Arbeit? Ja. Also echt nicht so wirklich. Echt so. Da ist noch so ein kleiner. So, Anni-Panni. Ich rette dich. Oh. Was denn? Das ist doch gleich da hoch. Ach, Anni-Panni. Fettibär. Sag mir. Hast du gerade Fettibär zu mir gesagt? Nein, Teddybär. Achso. Lernt man Deutsch, Mann. Obwohl, das andere, das könnte man eigentlich auch sagen, ne? Das würde ja passen. Du bist kleiner, helf mir mal lieber. Was? Wo? Ach, da. Ja, hier. Ja, ich komm da schon. Guck mal. Ich hab mir eine Schale gekriegt jetzt. So assi mit dem Schnellfahren. Oh, da ist noch einer. Boah, ja. Alter. What the fuck, Mann? Ich bin fast tot. Gut. Ich geh ab. Huch. Oh, einmal, Mann. Wir Profis waren hier. Guck, in die Kackbratze. Ich geb dir gleich Kackbratze. Aber lachen sie auch ein, das freut sich. Ja, sollen sie genießen, ich muss ja dann eh gleich wieder ins Bett.
als ich mit Lupita, die in der Nacht da gespielt hatte, wo Honeybee und hier uns da gehostet hat. Weil die haben auch erstmal gefragt, ob ich Drogen nehme. Na, nimmst du doch auch. Nein. Aber nein, diese spastischen Anfälle hat er immer. Oh, ich bin gesandwiched. Guck mal, er guckt schon den Abgrund runter. Schade, reiche Zeit. Oh. Haha, Noobs. Mach ich krieg schon wieder Rücken, Alter. Dann wirst du wohl verdient haben. Den Rücken? Ja, den ganzen Tag faul auf der Couch rumliegt. Ich lieg nicht faul auf der Couch rum. Wurde schon abgewaschen. Sauber gemacht. Briefe weggedrückt. Schlafen. Bett gelegen. Ich komm hier oft mit der Aufzählung. Ich will es gar nicht weiter wissen, was du noch alles gemacht hast. Und geschlafen. Und gegessen. Das letzte Runde da für mich. Was? Ja, mal auf die Uhr geguckt. Nö. Na, wird's Zeit? Nö. Muss ja morgen nicht arbeiten gehen. Ich muss ja morgen meiner super tollen, netten Kollegin ja erklären, dass sie mich jetzt für immer hat. Und dass ich in Zukunft das sagen kann. Ja, Hoffnung, dass die bald geht. Von alleine. Guck mal, wie die Penix einsammeln hier, ne? Mein Panzer ist kaputt. Der hört sich ganz schön komisch an. Hat Lobby sich jetzt schon stumm geschaltet oder was? Nee. Ich glaube ja. Der will nur nicht mehr mit uns erzählen. Ich hab was offen. Von der anderen Seite gekommen. Ja, ich muss erst mal rumkommen. Ja, pass auf, wir machen. Hilf mir mal einer, bitte. Ja, ich muss das mal Willi helfen. Wo bist du denn? Da. Ja, hier um die Ecke. Boah. Boah. Die blocken, Alter. Jetzt geht ihm der Hut hoch, weißt du? Hm. Beim letzten Schuss. Boah.
umdrehen, nicht abhauen! Komm zurück! Bin ich, bist du wirklich zurückgefahren? Ja, ich sollte zurück. Ja, du warst doch schon low, oder nicht? Ich bin auch low. Ja, dann bettet euch doch noch nicht. Ah, Alter, dann... Wieso, wer bettelt sich denn? Hä? Waschen, ich komme. Lena. Ja, ich muss das mal zurück abgeben. Ich hab zu viel auf der Uhr. Ich bin dort. Lobby-Fahr rein. Die wollen nicht. Porsche. Reifen Zigzag. Mach ich doch gerade. Haben wir wieder einen Bot dabei. Also auch nicht anders, als wenn wir mit Tino spielen. Da hast du ja jetzt zwei Bots mit. Jetzt haben wir zwei, ja. Was heißt er denn? Tanke-Maus? Ja.
wünsche euch noch viel Spaß. Ja. Auf. Geht nicht auf. So, jetzt. Ja, Sie sehen. Komme. Du solltest dich reparieren fahren. Jetzt alle aus der Stadt raus verpissen? Raus verpissen hier dort? Alle weg. Oh mein Gott. Aua! Aua, von wem hast du denn gerade? Ach, das sind die Essenz des Verrats, dann kriegst du Schaden. Ich hab keinen gekriegt. Ich hab Schaden gekriegt. Ich fahr nach Hause. Oh ne, jetzt hab ich mir aufs Dach gelegt.
Einer ist noch hinten in der Stadt. Oha, ich bin umgefallen. Ah, ich stehe wieder. Kurze Sekunde, wir müssen nach Hause. Ja, ich nehme die hier noch mit und dann. Das wird schon knapp. Oh. Ich glaube, die 10 kriege ich nicht mehr nach Hause. Von Essence. Oh, mal wieder 200 geschafft, hä? Ja. Sollte uns das jetzt zu denken geben? Marie ist nicht dabei. Oh oh. Es ist aber, weil Tino sie die ganze Zeit abgehalten hat. Marie ist übrigens im Stream. Ich weiß. Deshalb habe ich ja gesagt, das ist, weil Tino sie die ganze Zeit abgehalten hat. Und nee, das ist, ja nicht machen. Das ist immer noch so laut. Weil wir die wieder rumgefummelt hat. Jo, danke Marie und gute Nacht. Warten auf Spiele? Kupferfroschen. Rechts von dir stehen alte Hupen. Aus 1964. Ja. Zählt altes Leder. Ja. Da hat bestimmt die Schwerkraft schon gewonnen. Ja, Marke Zauberflöte. Machst du hinten Luft, geht vorne Zauberflöten. Oh Gott. Kalt ist mir nicht, aber ich schüttel mich gerade trotzdem irgendwie. Boah. Haben wir aber schön zusammengeschoben. Oh, Hupe, du solltest nach Hause fahren. Damit machst du nicht mehr so viel.
gar nichts. Okay. Da steht ein BDR, das lasse ich mal bleiben. Bewegen Sie sich schneller. Links ist noch einer, ne? Hupu, du kommst ja erst wieder gerade hierher. Du siehst schon wieder so komisch aus. Alle auf mich schießen? Aber du hast ihn doch nicht getan. Mal abgeben, ne? Ich mache hier oben einen Schuh. Oh, Tino, kommst du klar da hinten? Solltest dich da nicht mit denen rumkloppen. Ich fahr nach Hause. Der Benzer ist das. Oh, mir schlittert das Vehikel. Der Vehikula. Dieser Hupen, dieser Vollpfosten, ne? Der hat hier alles aufgemacht und alles stehen lassen. Ja, der hat wahrscheinlich bloß durch die Gegend gefahren und eingesammelt.
Große Hupe. Also die andere Hupe da hinten. Ja, top Team, ne? Powered by FYA. Fiese Fettsack-Crew on Tour. Der hat dir gefallen, ja? Ja. Heute habe ich einen anderen Titel genommen. Ja, also gerade gesehen. Aber ich kann morgen wieder die fiese Fetzer-Crew nehmen. Noch 130, dann sind wir durch. 129 schon. Das ist heute der Titel. Aha. Also sonst an dem Tino nicht immer so dissen. Tino, der mobbt dich schon wieder. Sagte die dicke Planschkuh. Ja. Sah ihn. Naja. Sah ihn nicht. Sah ihn nicht kommen. Da dran vorbeifahren. Kino, was war da los? Nein! Ja, dafür liegen Klicks raus. Ja, ich könnte nicht schneller schießen, sorry. Jeder scheiß Autoloder, Mann. Ich geh nach oben. Nach oben? Ich geh ab. Ach so.
und da oben tut viel Aua. Mit Sicherheit. Nee? Doch. Oh oh. Ah, scheiße. Na, umdrehen konnte ich nicht zum Runterfahren, das stand zum Weg. Was umgedreht? Nee, klar auf der Seite. Das war aber nicht das Schlimme, der Counter hat nicht gezählt, aber dadurch, dass ich zur Seite lag, konnte er mich halt easy weg. Normal ran durch. Da wird's hinauslaufen. Für poplige 150. Pff. Ja, soll der Tino sich nie reinknien. Aber Sahin hat noch 30 bei. Das reicht trotzdem, das sind 80, 90. Tino, komm nach Hause. Ja, genau das. Ja. Da waren die 25. Oh Mann. Naja, 111 ist nicht der Hit, ne? 30 oder was da jetzt noch fehlen? Das sind 156 oder was braucht man, ne? 18. Da wären die 25 gewesen, die Tino gerade verloren hat. Ach, Tino. Und was mit euren, die ihr verloren habt? Also ganz ruhig sein. Da fühlt er sich gleich wieder auf den, der, wie heißt das Ding, Schlitze drehen. Werbung. Ja, super. Und die Hände einmal in die Hüfte. Den Kopf leicht zu mir drehen. Ja, und lächeln. Perfekt. Du möchtest dich fühlen wie ein Star vor der Kamera. Also ich habe einmal 12 verloren, hätte also ohne erreicht. Hätte auch nicht gereicht, brauchen 18. Naja, egal. Jetzt sammeln wir 18, dann stehen wir AFK rum. Der Renner wird sich freuen. Wasch muss die ganze Woche arbeiten, ne? Ja. Also nächste Woche wieder irgendwann frei. Genau. Ach, hier ist ein Firma dazwischen. Mhm. Und die haben alle nichts besser zu tun, als auf mich zu schießen.
Kino, komm, wir gehen ab, dann haben wir schon 19. Wie gesagt, die Event ist ja von der, vom Sinn her nicht verkehrt, aber das, ich weiß nicht, ich hätte mir das gewünscht, dass man für die Sachen, die man halt einsammelt hier, dass man so eine Art Forschungsbaum hätte. Wo man irgendwie durchdecken könnte noch irgendwas. Dass du irgendwie härter bist, irgendwie schneller schießen kannst oder irgendwie sowas. Sie bringt tatsächlich 8 nach Hause. Also, ich habe meinen Soll erfüllt und ihr? Ich komme mit 20. Tja, die ist auch gut, die Lizenz. Tja. Also bei Stuhl bleiben, wenn er jetzt platzt, können wir die Dinger einsammeln. Die musst du erst mal finden. Wieso? Die sind da, wo er sie. Nein, wo er finde die. Du musst erstmal die Essenz finden. Ich hoffe, irgendwo wird sie schon sein. Na, ich habe ihn hinter mir. Der hat sich aber auch nicht ablenken lassen von dir. Nee. Na, abgeben. Ja, kann man machen. Nice. Willi wurde getötet. Schnell hinfahren, ja, wo lieber. Ja, hinfahren, können wir gleich einsammeln.
Frage ist natürlich, wo lag der Willi? Da hinten irgendwo. Aber bevor wir jetzt hier eine Stunde rumsuchen, würde ich sagen, fahren wir lieber hoch und gehen wir ab den. Ich habe keinen Dunst, wollte ich. Ich auch. Gut, haben wir das noch fertig? Ja. 32% schon. Ich bin raus. Tschüss. Jo, alles klar. Tschüss. Da unter ist in der Sacke. Manche. Der hat die ganze Zeit nichts mehr gesagt und ist alleine. Das war schon nicht, keine Ahnung. Ja, unsere Runden fahre ich noch mit. Kommen hier. Nicht auf Hilfe an, ne? Von der Seite, ja. Von der anderen Seite ist scheiße, da bist du mal von der Mitte. Naughty, okay. Aber Skorpione. Klicker. Ja, der Samur und der Dingens. Der Projektor wäre ganz cool, wenn die rausfliegen.
der abbrennt. Senko weg, so Mua. Nun können wir arbeiten. AT-15. Scorpion G steht da nur noch. Komm, Großer, du. Ist weg. Der Scorpion steht hier oder hier. Oder vielleicht noch weiter hinten. Weiter vorgehe. Dann gehe ich auf. Hast du den Klick, Willi? Wie bitte? Achso, ist Rauschen. Scorpion G. Ich klick doch nicht. Mach wie ein Schaden. T26E5, hallo? Schießt der Blind hier oder was? Der ist in der Mitte offen. Aber ich war nicht offen. Er schießt mir frontal durch den Dom. Ah, hier drin. Scorpion, AT-15. Das ist unter Progetto, Alter. Sie stehen da hinten und gucken zu. Ich würde ja gerne, aber dann haut mir das Scorpion ein und dann bin ich weg. Ich mach gar nichts mehr.
Der Kanonenjagdpanzer steht drüben auf der anderen Seite. Nö, das riskiere ich nicht. Sigirige Su wieder rausgefahren. Easy Cap, Easy Life. Oh, Hup, haben sie einfach rausgeklickt, oder? Abpraller. Dann war ich irgendwann tot. Sagen, wenn du als Camper beschimpft wirst, dann hat knappe 100 Schaden mehr als ich. Sagt der Camper. Ich wollte gerade sagen. Campt sich da die Wurst breit da oben auf seinem Berg, weißt du? Ja, aber ich muss doch campen, ich bin doch ein TD. Ja, ich spiel halt einen anderen Panzer. Und bist doch dienlich. Von wann? In das Wasser? In den Tod. In den Tod, okay. Keine Arti. Das ist sowieso mein letztes. Oh. Der Heierbär ruft. Warum fährt der T10 an die Kapelle? Gucken, ob man leuchten kann. Vielleicht ist er gläubig oder so.
Der ging nicht durch. Ping, da steht noch ein Löwe. Mauerbrecher, Tortuis. Da geht nur noch Luft dahin. Ja, mit ganz viel Pech werden wir da drüben den Berg verlieren. Da sind sie alle. Oh, schiebt der sich davor. Abpraller. Der Berg ist verloren. Löwe. Die kappen uns gleich die Basse weg. Na dann dreht auf Markenkehrtfahrt wieder zurück, die sehen euch ja nicht. Ja, will ich doch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Seit ich in den Löwen ankerst, grün, wisst ihr? Die kommen mich holen. Ja. Spitzenteam. Junge, das läuft ja. Wie ein Länderspiel, ne? Ja. Versohlt. Mauerbrecher unten zwischen der Wanne, kommst du durch? Der schießt ja mal ab. Der schießt mit APC, ja. Kring. Naja, 1000 Schaden. Hm, 1300. Also wird gedolbert nicht. Ja, aber willst du auf der Seite machen, wenn da hinten, was weiß ich, irgendwie fühlt drei TDs rumstehen, der Mauerbrecher, der Löwe und noch ein anderes Scheißding, ist halt echt ekelhaft. Ja, Mäuschen war ja auch noch da. Da kannst du nicht machen, aber ich bin raus. Oh. Autoloader 400, Autoloader 300. Oh Gott, die letzten drei haben gar nichts gemacht. Oh Mann, ey.
Guck mal, Willi. Zehner und chinesische Mauer. Hm. Aber du hast einen Vorteil. Du bist diesmal nicht mit der Arti hier. Jo, alles klar, Frau Schnauzerin. Das ist das erste Mal hier von meinem Profi kommen musst. Wo stelle ich mich hier hin? Ja, ich fahr wieder hinten die Lollerei hoch, ne? Ja. Mhm. Warte, so fühlt sich auch, ja? Mhm. Was ist denn heute? Mittwoch? Mühevoll den Berg hochrauchen, dann kommst du oben an, Krieg zu Ende. Ich wollte gerade sagen, sind wir schon da? Nee. Aber jetzt, oder? Vor allem, ich verstehe immer nicht, warum die hier vorne stehen bleiben. Mit dem Turm spielen und so. Ah, am Arschturm. Vor allem Scorpion G und ein Progetto mit dem Turm spielen. Guck mal, da ist ein Pantera. Ich glaube, das ist ein Autoloader. Ja, also. Emil, Object 430. Munitionslager. Das muss wehtun. Der Emil müsste leer sein. Ein E-100. Ja, ich bin raus. Sechs Panzer hinter mir und gucken zu. Warum die nicht einfach mit raufdrücken? Was wollen die denn machen? Das sind drei Kanonen gegen sieben. Ich wollte noch mal abdrücken. Achso, bist jetzt alleine vorgekommen? Nee, das hättest du denn nicht machen dürfen. Die hätten gleich mit uns mitfahren müssen. Und ich habe vorher noch F7 gedrückt. Haben wir mal ab so schon einen 10er oder was? Und dann... Hm. Oh, dann können wir die Achter vermöbeln. Wenn wir in eine reine Szenerbattle kommen? Hm, macht Sinn. Wir kriegen Achter, kein Zehner. Ja, ja. Als ob du mit der T-92 in den Achter rinkommst. Ja. Ich glaube, er friert die Hölle zu. Oder wir führen gar kein Spiel. Das ist natürlich auch die zweite Option. Hm. War knapp mit dem Achter. Ja. Oh, wei. FV. Klickerart, die T92.
Wo stehst du? Oh, da hinten. Ja. Stunden später bin ich unten. Obwohl, wenn du jetzt mal runterrollerst, rollerst du ja, ne? Ja, dann kann ich schon wieder fast abbremsen. Dass du rechtzeitig zum Zehen stehen kommst und nicht hinten ins Wasser, im Wasser landest, oder was? Genau. Ja, das Objekt kann schneller fahren wie ich. Ja, ja, das Ding fährt schneller. Das lädt ja auch schneller nachher zu. Oh, jo. Ich bleib hier oben erstmal, ja? Mach den mal erstmal kaputt. Sonst, wenn ich da runter grau bin, komme ich nicht mehr. Ich habe einen toten Motor. Amorek ist tot. Amorek tot, Motor tot, Ketten tot. Heat, Heat, Heat. Selbst die Arti schießt mit Gold. Ein FV steht da hinten auch noch. Ist doch ein Witz, oder? Ich muss hier erstmal stehen bleiben. Ich hab die komplette Karre ist kaputt. Ich muss einmal Amorek heile machen, sonst fliegt mir beim nächsten Schuss wahrscheinlich der Hut weg. Weggeschossen über scheiß WZ. Der WZ, der FV da hinten muss raus, ne? Ein E3 ist da auch noch. Jetzt kommt der 5A. Du warst weggeschossen. Ich spiele keine Arti mehr. Kannst du den 5A machen? Wenn ich kann, wenn ich nachgeladen habe, vielleicht. Das muss weh tun, mehr kam da nicht. Das war, glaube ich, mein letzter Schuss. Und dann nicht. Ja, jetzt bin ich tot. Oh Mann, Alter. Ist doch so, alles schießt Gold. Jeder scheiß Wichser schießt Gold. Junge, 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 Junge. Was machen die denn da oben? Die haben doch, wir haben doch wohl den gefährlichsten Scheiß hier unten gehabt. Stehen die da oben und gucken sich die Löcher am Bauch.
Wie gesagt, Zehner denken wirklich nicht mehr nach. Die schießen nur noch Goldmunition. Na, Problem ist, der E3 kommt da auch noch, ne? Warst du offen? Nee. Du warst nicht offen? Nein. Okay. Tja, die Frage ist, wo ist der E3, ne? Die lassen sich wirklich da umzuhacken, Willi, ne? Ich musste den Dings am Anfang rausnehmen, sonst der wäre einfach durchgefahren. Der hätte ich easy geklickt und dann, ja. Und Gold. Jawohl. Haha, keiner von euch kriegt ihn. Was war Rechtsschütze bei AX? Fahren wir Schienen, glaube ich. Oder ruhige Hand, je nachdem, was du da hast. Ruhige Hand. Ja, dann bitte. Schütze ist sichere Ladung, ne? Ja, wegen Amorek. Hier auf Mauli kriegt, ein anderes Spiel auf Mauli kriegt, ja, nee, das, Guardian, nur Schimpansen unterwegs. Die sind zu dumm, eine beschissene Minimap zu lesen. Das ist, egal, wie viele Spiele haben wir gemacht heute, Willi, 4, 5? Oh Mann, Alter, echt. 8 Spiele haben wir gemacht, 8 Spiele und wir haben 3 gewonnen. 3. Weil sie sich einfach so dumm zerhacken lassen müssen. Hast du alle durchgeskillt? Machen wir noch einen. Ja, eins machen wir noch und dann ist wohl Feierabend, wa? Ja. Kannst du ein bisschen Counter-Strike noch machen und dann? Nee. Mach gar nichts mehr, mach deinen Scheißrechner aus. Dafür sind bei meinen Nerven heute zu schade, wa? Machen, ja. Ich hab irgendwas mit machen, habe ich verstanden. Was? Machen? Keine Ahnung, ob wir Couch irgendwas anderes, nur nicht den Rechner anfassen. Ja, nee, ich hab schon wieder echt die Schnauze voll von diesen scheiß Mongos hier. So ein Haufen talentloser kleiner scheiß Dreckskinder. Wie gesagt, ich meine, das komische
das große Ding hier unten rechts im Eck, ne? Ich meine, das ist ja eigentlich nicht zu übersehen. An der Stelle ist natürlich zu bemerken, mit der Voraussetzung, dass die Karte ist bei dir. Richtig, dass man das eventuell ein bisschen größer gemacht hat, dass man vielleicht dann auch in der Lage ist zu erkennen, wo was los ist. Wenn man selbiges getan hat, sollte man auch ungefähr deuten können, wenn man da irgendwas sieht, wie man das zu interpretieren hat. Aber die, weiß ich nicht, 90% aller Typen, die hier rumfahren, bin ich der Meinung, die haben dieses Ding einfach ausgeblendet, um mehr Sichtfeld zu haben. Das kannst du auch haben. Weil, ey, sorry, das, wenn man sieht, dass da, was weiß ich, 10 Panzer gegen 2 Panzer kämpfen, dann kommt man entweder zurück zur Hilfe oder man drückt halt auf der Seite, wo man halt die Übermacht hat, drückt man halt einfach durch. Weißt du, aber sich dann halt von den wenigen Panzern zerpflücken zu lassen, weil sie irgendwie zu dumm sind, sich gegenseitig zu shielden oder sonst sowas. Ja, nee, sorry, ich mein, da kann ich auch mit den Fingern an der Daumen spielen. T10. Zwei Artis. Jagdpanzer 2 steht da noch. Tja, steht ein Jagdpanzer 2 da hinten irgendwo. Genau, guck mal unten, was da los ist. Da ist ein E4, ein Löwe und ein 705. So, die müssen jetzt einfach vorfahren. Genau, drücken. Object bleibt hinten nicht stehen, fahr hinterher. Das ist so einfache Interpretation, weil ich sehe, meine Mates pushen, dann fahre ich hinterher und bleib nicht hinten stehen und sniper den Arsch ab. Zumal der 705 sowieso nicht die beste Sniperkanone hat, also von daher. Und das Objekt steht da hin und guckt. Der T10 ist zurückgefahren. Komm, hat sich bloß einer Sinn. Ich fahr runter. Hab ich dich hier getroffen? Ich glaube ja. Schon wieder? Soll die Panzerung nicht durchschlagen und so? Ich weiß nicht, ob ich irgendwie von dir hingekriegt habe. Muss ich gleich mal gucken. Aber könnte es so sein, hast du mit normaler Munition auf den T10 geschossen? Nein. Guck mal, wer da steht. Kann ich nicht gucken, weil er hat mir auf mich geschossen. Meine Füße waren lahm. Ich hab Piep durchgeladen. Okay.
T95. Wieso bist du da vorne? Ich bin hier hinten. Ja, aber ich weiß. Rechtzeitig losgefahren. Hast du einen schnelleren Motor oder was? Nee, Willi. Hab keinen schnelleren Motor. Bin ich da, wenn es alles vorbei. Richtig, das hast du gut erkannt, Willi. Das hast du sehr, sehr gut erkannt. So. Entweder bin ich zuerst tot oder ich bin da, wenn der Krieg vorbei ist. Na, ich denke, dass dir noch die Einschätzung fehlt, wann du pushen kannst und wann du nicht pushen kannst. Weil ich habe gesehen, okay, das hat sich jetzt so weit geliftet, so von wegen, dann kannst du dann halt vorfahren, weißt du? Und dann kann ich natürlich halt immer noch Schaden machen, während du halt irgendwo noch dahin drum stehst. Guck mal, 1009 und ich plus 400, Alter. Aber du bist schon mal an den Punkt angekommen, du hast keine Lust mehr auf Arti fahren. Das ist schon mal viel wert. Guck mal lieber, ob ich die getroffen habe oder nicht. Achso, ja, siehst du. Details. Nö, hast mir nie getroffen. Ach doch, Erstattung für Schaden durch Verbündete. Doch, 371. Aber kann doch jemand anders gewesen sein. Es sei denn, guck du mal bei dir hin, in deinem ausführlichen Bericht von dem Gefecht von eben. Und guck mal, ob da irgendwie Strafe für Schaden an Verbündeten oder so war. Aber dürfte eigentlich nicht sein. Weil. Nee, ist nicht. Ja, dann war das jemand anders, der mich getroffen hat. Weil unter Teammitgliedern gibt's ja nicht. Weil wir könnten uns ja just for fun in die Karre schießen. Und da wird das nicht abgerechnet. Ja, kurz AFK. So, für die, die noch da sind oder bis eben die ganze Zeit zugeguckt haben, der fiese Fettsack macht heute schon ein bisschen früher aus. Marie ist auch noch da, wenn das hier richtig angezeigt wird. Ich wünsche euch natürlich noch viel Spaß bei dem, was ihr immer tun werdet. Wir machen heute nichts mehr, ist schon spät. Und ja, wir sehen uns morgen, ich denke mal so ab 18, 19 Uhr, denke ich wieder, da den Missionskram machen und danach dann halt wieder ganz normal Zug. Ne? Also bis dahin, kommt gut durch Nacht. Bis dahin, tschüss!